Grüße und zurück bei Dark Souls 2. Während mein Video gerade rendert, naja, habe ich gedacht, gucke ich mal, mich mal ein bisschen weiter am Dorf um, nur mal so ein bisschen quatschen. Und da ist mir aufgefallen, der Junge ist jetzt wieder in seine Hütte eingezogen. Es war ja ursprünglich seine Villa. Ich werde aber aus dieser Karte immer nicht schlau und hoffe, er hat noch ein paar Informationen für uns. Es sind sogar noch mehr Flammenmaschinen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also ich sehe nur eine. Sehr merkwürdig. Irgendwas hat diese Karte zu sagen. Ja, ich habe die Flamme auf der Karte gesehen. Die war nicht da, als ich früher hier war. Die muss ich aktiviert haben. Aber die Frage ist doch, wie hängt das mit allen zusammen? Diese Flamme hat etwas sehr Beruhigendes. Was Wichtiges. Ich hoffe, er sagt noch irgendwas Wichtiges. Was ganz was Wichtiges. Ich würde nicht zu tief in dieses Loch vordringen. Es war von einer Mauer versperrt, die vor langer Zeit gebaut worden sein muss. Aber sie bröckelt und ich habe die Arbeit vollendet. Jetzt erklingt ein seltsames Geräusch da drin. Aha. Also, geht's da doch noch tiefer rein und da ist doch noch ein Abschnitt? Aber von was redet er? Er kann doch nicht von diesen... Was bröckelt denn hier? Ich verstehe es nicht. Es muss die Mauer sein, von der er redet. Aber ich bin doch hier ganz tief unten schon drinne. Da geht's nicht weiter. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt so eine Art Story-Strang. Story-Strang. Mann. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie es weitergehen soll. Wahrscheinlich immer, wenn ich eine Flamme mache, geht's hier unten ein Stückchen weiter. Kann gut möglich sein. Oder ist da oben noch irgendwo eine Mauer? Ich kann es mir... Er sagt, geht nicht so tief unten in das Loch. Und damit meint er doch sicherlich das. Komm, komm, red nochmal mit mir. Naja, die Flamme hat was Beruhigendes. Okay, das bringt uns nicht weiter. Mit unseren 531 Seelen können wir auch nichts groß kaufen. Das heißt, ich gehe jetzt durch den Nebel weiter und sehen, was mich da so erwartet. Oh, das Schwert ist klasse. Ich hoffe mal, ich habe mich jetzt nicht zu sehr... das Schwert zieht aber auch wieder unsere Geschwindigkeit runter. Dann könnte ich ja wieder die andere Rüstung anziehen. Macht ja dann eigentlich keinen Unterschied. Ich hoffe nicht, dass ich dann noch langsamer werde. Nö, macht kaum Unterschied. Also bin ich jetzt... Also sieht schon cool aus, die gute. Ich werde mal probieren, jetzt mit dem Modus weiterzukämpfen. Ich habe ja nichts zu verlieren, außer mein Leben. Das ist eigentlich auch schade, ne? Jetzt bin ich mal gerade mal wieder lebendig. Aber hey, in Dark Souls stirbt man eh. Also warum sein Leben hinterher heulen? Ich bin gespannt, was mich als nächstes erwartet. Und ich denke mal, es wird gut. Ah, die heilige Klerikerglocke. Habe ich zwar, kann ich aber nicht benutzen. Da müsste ich wieder 10-mal Glaube aufbauen. 10 Level. Da habe ich jetzt gerade 5. Das war standardmäßig schon so. Und wie soll ich sagen, dass man mal in Ruhe irgendwo heilen kann, das ist jetzt nicht so wichtig. Klar, irgendwann geht einmal das Estus Flag aus, aber das ist ja gerade das Gute, man kann schnell einsetzen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, ist die Heilung tödlich quasi. Wow, Schwert ist gut. Ich frage mich, ob die kleinen Scheißerzwerge jetzt immer noch da sind, nachdem wir doch endlich mal gezeigt haben, wer hier die Hosen anhat. Ja, der lacht mich immer noch aus, ist klar. Versucht mich immer noch zum Leuchtturmwärter zu überreden, aber das ist nicht mein Job. Hilda ist eine Schnetzelbraut. So einfach. Und die Zwerge sind tatsächlich da. Ja, komm mal her. Ich will mal sehen. Ah, das Schwert macht genauso viel Power wie die helle Barde. Fast. Fast, fast. Ah, ich nehme die helle Barde. Und wechsle wieder auf die alte Rüstung. Nee, ich wechsle... Ach, ist egal. Das Schwert ist gute Zweitwaffe, das lasse ich jetzt dann mal Zweitwaffe sein. Ich nehme jetzt erstmal die helle Barde, bis das Schwert stärker geworden ist oder ich eine noch stärkere Waffe gefunden habe. Ich glaube, so ist die Taktik am besten. Ich kann mich ja nicht mit irgendwas beschäftigen, nur weil es noch weniger Stärke hat als meine vorhandene Waffe. Auf jeden Fall gehe ich nie wieder auf diesen scheiß Turm hoch. Hässliche Zwerge. Nein! Oh, das ist mir schon mal passiert. Ah, mit nicht voller Energie durch Nebeltor zu gehen, ist keine gute Idee. Nein! Ich kenne diesen Ort. Ich kenne diese Gegner. Ich kenne sie aus Dark Souls. Ich bin so tot. Ah, und sie sind zu zweit.
Und es sieht geil aus. Die Grafik sieht einfach geil aus. Die Viecher sehen einfach geil aus. Noch bin ich nicht tot, ich weiß schon. Aber ich erkenne Parallelen. Es könnte wirklich sein, also, dass es die Gegend von Dark Souls 1 ist. Irgendwann habe ich einmal den Gedanken gespielt, nochmal Dark Souls, den ersten Teil, als Let's Play durchzuspielen, wenn ich hier fertig bin. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir mal Auskunft gebt, ob sich das lohnen würde. Ja, ich muss erstmal einkillen. Wenn ich einen Tod gekriegt habe, ist der andere kein Problem. Ich muss sagen, die gehen eigentlich gerade. Das liegt aber daran, dass ich Menschlichkeit genommen habe vorher. Dreie! Alter! Alles klar. Dreie. Vielleicht sogar vier oder fünfe. Ah, ich habe mit zwei gerechnet. Zwei wären gegangen, aber jetzt alle. Ich nehme erstmal einen anderen Weg. Was ich sagen wollte, wenn euch der Gedanke gefallen würde, wenn ich jetzt mit Dark Souls 2 durch bin, nochmal Dark Souls 1 zu spielen, da stehe ich auch nicht ganz so auf dem Schlauch. Ich bin natürlich immer noch überrascht, weil ich da viele Dinge wahrscheinlich entdecken werde, die ich vorher nicht entdeckt habe. Aber es wird halt eine andere Art von Spiel sein. Aber wenn es euch nicht stört, würde es mir sehr viel Spaß machen. So, meine Seelen hole ich jetzt nicht wieder, das wird sich kaum lohnen. Ich gehe erstmal in die Richtung weiter. Also gegen die drei Gargoyles brauche ich jetzt nicht unbedingt antreten. Die kommen schon noch rechtzeitig genug. Aber wenn es noch mehr sind, dann würde ich die gern wie normale Gegner wegmetzeln können. Weil so stark waren sie nun auch nicht von der Verteidigung her. Ach, das sind jetzt die Typen, die schießen. Ich vergesse immer, ich dachte, er macht wieder seinen Slam. Fettsack. Na, die geben auch gut Seelen. Weil dagegen ging es ja auch noch weiter. Sollte man ja nicht vergessen. Sogar in zwei Richtungen. Ich hoffe, die neue Rüstung hält, was sie verspricht. Na doch. Also das war jetzt nicht, dass ich absichtlich den Treffer eingesteckt habe. Okay, die neue Rüstung hält aber. Ich komme auf jeden Fall schon besser klar. Sehr gut. Da kann man immer noch irgendwo hinspringen, oder? Ich bin aber noch ein bisschen misstrauisch. So, jetzt wird es rein theoretisch da runter gehen. Aber es geht auch die Treppe hoch. Und das interessiert mich gerade. Ja, ob es mich mehr interessiert, weiß ich nicht. Sie haben, beide Wege sind ja interessant. Unten brennt ein Feuer. Also ich bin schon neugierig, was mich da unten erwartet. Hunde, ein Strick. Aha, gut. Ich bin neugierig. Ach, hier ist nur eine Seele. Ich komme da unten sowieso lang. Flammschmetterling. Was ist denn das? Ist das eine Waffe? Klerikerkocke, Priesterglocke, Kurzbogen, Fernglas, Hellebarde, Zauberstab. Es scheint keine Waffe zu sein. Eine Art Schildfüller. Ah, ne, Schild würde das gleiche sein. Ist das Schild übrigens besser hier drüben? 78, 86. Es ist besser. Erhöht aber auch das Gewicht auf. Obwohl. Ah, ich kann es gleich mal ausprobieren. So, was ist ein Flammschmetterling? Gelbes Kraut. Ach, dass man das Zeug nicht immer gleich findet hier. Flammschmetterling. Eigenständige Entzündung von Fackeln. Cool. So, das andere Schild mal probieren. Ne, jetzt die Waffe wechseln. Ich will das Schild wechseln. Oh, nehme ich das mal. Ich drehe mich ja eh gerade langsam. Ich mach eh gerade die Fat Roll, wie man so schön sagt. Also unten geht's auch noch irgendwie lang. Ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier drüben lang. Ach ja, hier waren ja wieder, ich spreng mich in die Luft, Wichser. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ich weiß, es ist ein bisschen unhöflich. Helle Barde und dann einfach mal. Nee, hier ist ja gar keiner mehr. Ich habe im Gedächtnis, dass hier einer in den Fässern vielleicht hier. Schön platt gemacht. Da könnte ich vielleicht zu den Hunden kommen. Die Tür habe ich ja noch nicht aufgemacht. Wow. Alter, ich habe mich erschrocken, als es rausgefallen ist. Ist das vielleicht eine Illusion? Geht's da weiter? Nee.
Aber irgendwie war es ja, dass man einfach nur den Action-Button drücken muss, um irgendwie Türen zu öffnen. Da steckt bestimmt da was dahinter. Ich glaube nicht, dass das einfach nur eine eingemauerte Wand oder so, also ein eingemauertes Skelett in der Wand ist. Wir sind ja nicht in Mafia-Filmen. Auf jeden Fall keine geheimen Türen. Ich habe jetzt gerade noch immer mal die A-Taste wild gedrückt. Okay, habe ich doch gehört. Da geht's nicht weiter. Ich habe es gerade nur klappern gehört. Die habe ich ja letztes Mal mit der Magie recht gut weggekriegt. Nein, das war ja Angriff. Nicht vergessen. Damals war ich aber auch schneller. Ach, du Affenpenner. Nochmal? Jetzt aber schnell. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Ich verliere zwar die Hälfte meiner Energie und krieg irgendeinen seltsamen Statuseffekt. Keine Ahnung, was das für einer ist, den kenne ich nicht. Ich werde jetzt auch gerade aus den Symbolen nicht schlau. Also wo ich schneller war, konnte ich besser von dem wegrennen. Und da ist noch so einer. Aber ich glaube, ich muss gar nicht von dem wegrennen. Ich kann die auch einfach töten. Ich habe gedacht, die sprengen sich vielleicht im Nahkampf, aber... Alter! Fast tot! Da wurde ja nicht mal das Flask reichen, um mich aufzufüllen. Nee. Und schon wieder diese großen Steinsärge. Wo sind die Typen? Ich höre es klappern. Ich hab's gewusst. Verarscht euch kann auch alleine, Mann. So, jetzt bin ich bereit zu kämpfen. Oh, hübscher Fehler im Spiel. Schweben einfach mal die Scherben. So. Ich will immer nur einen haben. Oh. Oh, einen wollte ich haben. Oh, was für ein Angriff, ey. Und wegraufen. Weg, 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 weg. So weit wird er uns ja nicht verfolgen, oder? Es klappert immer noch hinter mir. Ja, okay, die Viecher richten gewaltigen Schaden an, aber scheinbar Schaden, den ich nicht gut blocken kann. Was? Willst du mich verarschen? Ach nee, oder? Er ist noch unentschlossen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Angriff, den der ausführt? Der schlägt mich zweimal mit seiner Faust und ich falle tot um. Die Viecher sind echt hartnäckig. Da bin ich doch so gut vorangekommen. Mann. Aber ich will nicht erstmal bei den Gargoyles vorbei. Ich will mir noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Ich meine, so schnell wäre wahnsinnig. Ich denke mal, ein bisschen Übung kann ich die Gargoyles auch ganz gut wegkriegen. Aber wie gesagt, ich würde erstmal gerne was für meine Energie machen. Ich habe jetzt genug Geschicklichkeit, um den Prügel hier führen zu können. Und den werde ich bestimmt auch mal die Tage aufleveln. Und ich nehme jetzt wieder das kleine Schild. Weil es halt schneller ist. Mann, 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 Mann. Spiel fordert mich wieder. Neue Gegner, schon sieht wieder alles anders aus. Schieß doch! Die sind jetzt mittlerweile gar kein Problem mehr. Geben aber immer noch gut Seelen. Lass mal alles wiederholen. Ah, aber wie trickst du denn am besten die... Oh, der ist gar nicht mehr da. Ach nee, falsche Seite. Den da wollten wir. Das war nix. Habe ich nie nicht auf die Reichweite und die Ausdauer geguckt. Och, Alter. Man müsste meinen, die helle Bade hätte ein bisschen mehr Reichweite. Arschloch. Na, hat noch nicht ganz ausgereicht, aber der nächste Treffer sitzt. Kein Problem. Jetzt muss ich trotzdem noch gegen diese Affen da oben kämpfen. Gegen diese Halbtoten, die Vergammelten. Irgendwie noch keine richtige Taktik. Erstmal werde ich, denke ich mal, meine Rüstung nochmal auf leicht wechseln. Einfach aus dem Grund, weil ich mich dann viel, viel schneller bewegen kann. Beidhändig. Was? Nix? Dann sind sie wenigstens mit einem Schlag weg.
Den Rest macht dann die Magie. Ach, wenn ich nicht mal schlagen würde. Das war meine erste Reaktion. Ich will einen harten Zauber machen. Uah. Ah, die Magie wird mir hier weiterhelfen. Die sind aber auch hässlich. So, den nächsten. Schön gemacht, mein Freund. Nein! Darf ich mal fragen, warum unsere gute Hilda einfach mal daneben schießt? Der stand offensichtlich einfach nur doof da. Hm, na egal. Ja, ich glaube, hier bin ich mit der Magie besser beraten. Mit der Geschwindigkeit. So, hier wurden wir ja offensichtlich ausgetrickst. Na, wo kamen die her? Alles klar. Nein, 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 Hilfe, was mache ich? Kamera. Okay, liebe, gute Kamera. Wo ist er hin? Würde die Kamera mal aufhören, mich zu verarschen? Alter. Oh. Diese Klapper-Heinis, aber die gehen ja wenigstens Warngeräusche von sich. Das hat ja wenigstens etwas. Hm. Und ich bin weg. Da kommt doch einer, oder? Ich hab's ja gerade gehört. Nicht? Doch. So, und die letzten können wir ja quasi mit der Hellebarde, wo immer der auch herkommt. Ich glaube, das sind Gefangene, die in diesem Knast gelebt haben und einfach durch die Gefangenschaft zugeworben sind. Eigentlich sind es also ganz mitleidenswerte Wesen. So, ich hau wieder ab. Ich hab nicht. Da ist er. Magie. Ich wollte den Rest eigentlich im Nahkampf machen, ist aber egal. Folgt ihr uns jetzt nicht? Doch. Noch 15 Seelenpfeile. Sparen brauche ich nicht. Ich sterbe eher, als ich die aufbrauche, schätze ich mal. Ach, ich hätte auch hier hoch. Ist das ein Sprengfass? Hätte ich natürlich auch machen können, ne? Und da oben ist noch eins. Ich hebe mir das nächste Sprengfass mal auf. Man weiß ja nie, was ein... Okay, das geht nicht kaputt. Das geht kaputt. Die Zelle, wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Das ist so eine gefakte Mauer hier, oder? Natürlich. Das war gut offensichtlich. Ich glaube, das sollte man sogar finden. Aber wie weiter? Ich gehe jetzt mal die ganze Mauer ab und drück wie wild A. Hä? Ach, hier, gut. Oh, ich gedacht, der ganze Boden fährt jetzt runter. Wo sind wir hier? Ah, so viel Wege. Ich gehe erstmal kurz zurück. Ich will erstmal gucken, was es da oben gibt. Und da unten, ach, hier stand einfach nur der Gegner drinne. Gibt es hier auch noch eine Geheimtür? Also ich höre es nur irgendwo klappern. Die Gefahr ist noch akut. Ach, nächste Etage. Wahrscheinlich noch mehr von den Viechern. Sehe ich die irgendwo? Ohne, dass die mich sehen? Ah, Ina, gut. Und es geht noch eine Etage rauf. Scheiße. Hier, schön kannst du später, Junge. So, oh, noch einer. Beidhändig. Sieht man so schlecht. Diese hängen da einfach an der Wand mal in Ruhe rum und... Neues Nebelgate. Und ein Schalter zum Öffnen. Und eine Tür. Es geht wieder in alle Richtungen. Ich werde hier noch wahnsinnig, ey. Puh. Okay.
Okay, was da liegt, sieht wertvoll aus. Und dann runter kann ich mich in die Zelle fallen lassen. Skeptikergewürz. Ich weiß immer nicht, wozu das gut ist. Ich soll es mal rausfinden, indem ich einfach mal ins Menü gehe. Aber hier geht's da runter zur Zelle. Aber wenn ich sehe es nicht wirklich. Und wenn ich mich da runterfallen lasse, bin ich doch reichlich tot. Ich könnte mich irgendwie seitwärts runterfallen lassen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das ist. Kann man sich da reinstellen? War das die Geschichte? Ja, kann man. Oh Gott. Ich hoffe nur eine. Nein. Warum mehrere Etagen? Okay. Gar nicht mal so verkehrt. Ich traue nur der Truhe überhaupt nicht. Okay, alles gut. Und es ist. Es könnte immer noch eine Falle sein. Nee, ist es nicht. Was ist da drinne? Verwelktes Dämmerungskraut. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Wie gesagt, ich mache irgendwann mit euch mal einfach nur einen Inventarcheck. Da gehen wir mal alles durch, gucken, was wir haben. Ich hoffe, es fährt jetzt nach oben, nicht nach unten. Sehr schön. Aber deswegen bin ich ja immer noch nicht im Knast gewesen. Also das Item da. Wie komme ich denn daran? Soll ich mich da einfach fallen lassen? Lohnt sich denn das? Naja, wenn ich mal den Ring des Fallschutzes habe, dann eventuell. Ansonsten sehe ich die ganze Sache ja eher negativ entgegen. So, jetzt müssten hier noch ein paar von den Typen rumgeistern. Oh! Halt doch die Fresse! Das Gute ist, dass die. Oh, von wegen die Schilden. So, okay, jetzt kann er kommen. Ich bin allzeit bereit, immer bereit. Komm her! Ey, manchmal sind die mit einem Schlag weg und dann, wenn ich nicht richtig treffe, bin ich Hundefutter. So, jetzt wieder einen Pullen. Den da zum Beispiel. Also es war sehr, sehr richtig, Magie zu leveln. Das hat uns jetzt schon richtig oft den Arsch gerettet. Okay. Erstmal ihn da. Nee, den will ich nicht anvisieren, den da. Ja, das war nix. Gut, ein Treffer reicht. Ja, das war nicht gut. Aber es hat ja auch nicht so viel Schaden angerichtet, sage ich mal. Ich weiß nicht, mit was der uns da vollsprüht, mit der, was für eine Scheiße. Oh, ist das etwa. Ist ein versteinerter. Eine Statue blockiert euren Weg. Ich will sie aber auch nicht killen, weil die sieht so aus, als könnten wir irgendwann nochmal sie ins Leben zurückholen. Ist das vielleicht der Statuseffekt? Oh, verschlossen. Also, das, was die Viecher auf uns machen, versteinern die uns? Ich möchte es am liebsten gar nicht rausfinden. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ach, später. Erstmal den Weg unten wieder öffnen. Und dann frage ich mich immer noch, was das für ein Item ist. Aber wenn ich mal ganz wenig Energie habe, dann springe ich da einfach mal runter. Also wenn ich schon mein ganzes Leben verwirkt habe, sage ich mal. Da geht's auch. Oh, warte mal. Den kennen wir den Weg? Ist das unten der Schlosshof? Da, wo. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, wo wir ganz am Anfang waren. Dann müsste hier eine Zugfinne sein. Genau, da liegt das Item. Da liegt auch noch ein Item. Und keine Ahnung, was das da hinten ist. Ich könnte jetzt mal das Fernglas nutzen zum ersten Mal. Oh, ich muss mich langsam beeilen. Der Part ist bald zu Ende. Fernglas. Wie nutzt man das? Ganz normal wie eine Waffe, oder? Da ist ein Ritter, der ruht sich aus. Okay, wagen wir erstmal den Sprung. Mit unseren ganzen Seelen. Ach, das Fernglas erstmal wieder wegrüsten. Ist ja Schwachsinn, wenn ich das hab. Lieber mein Zauberstab. Boah, war knapp. Flammschmetterling wieder und eine Fackel. Es hat sich kaum gelohnt, dafür, dass ich jetzt gleich hier runterfallen könnte. Hui. Okay, ist nur alles smooth aus hier. Festiger Knöchelring. Ach, das ist der Ritter, der auch schon im Wald rumgehockt hat.
Zum Glück habe ich den nicht gekillt. Ich habe mal mit den Gedanken gespielt, aber das sieht aus wie er. Da geht's wieder rein. Aber auch nur in die Zellen. Okay, wieder zurück. Ja, dann weiß ich, wo es hier lang geht. Sehr gut. Dann würde ich jetzt zurückgehen, einfach mein Level abspeichern, aber ich habe noch 5 Minuten. Aber ich will trotzdem erstmal speichern gehen. Ist ja Quatsch, wenn ich mein Level hier verbrauche. Da muss ich die Viecher zwar normal besiegen, ist aber auch nicht so schlimm. Dann kann ich ja beim nächsten Mal einfach, wenn ich die ganzen Viecher getötet habe, bei der Stelle, bei dem Part wieder anfangen. Da geht euch nichts verloren, da geht mir nichts verloren. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Jo, ich glaube, das mache ich einfach mal so. Ich überlege nur, was ich mir als nächstes reinpfeife. Ach ja, ich will ja Resistenz. Ach, ich muss ja reisen. Ich muss ja reisen. Ich habe ja gar nicht die Wahl. Oder soll ich die Hellebarde eins stärker machen? Oder soll ich auf die neue Waffe sparen? Oder soll ich die Traglast erhöhen? Ich weiß es nicht. Neues Schild? Könnte so viel tun. Mit so viel Level könnte man so viel machen. Und irgendwie komme ich nicht dazu. Ich pumpe jetzt einfach erstmal auf Stärke. Stärke ist gut. Nein, Stärke ist nicht gut. Wir sind viel zu stark. Viel zu viel Schaden. Ich nehme jetzt wirklich mal die Resistenz. Oder ich gucke einfach mal, was die Resistenz sich auswirkt. Also wie stark. Ich könnte auch die Belastung nehmen. Da steigt nämlich die Traglast und die Giftresistenz. Die Geschicklichkeit steigt auch alles Mögliche so an. Sogar Blutungsschaden. Und jetzt den Widerstand. Aber da steigt fast alles an. Verstärkte Resistenz gegen alles. Also die ist schon geil. Und die Vitalität, die macht halt nur, dass wir mehr Energie haben. Ich mache mal die Resistenz. Und los geht's. Aufgesteigen. Ja, mittlerweile verbrauchen wir extrem viele Seelen. Ich könnte mal mittlerweile überlegen, ob ich vielleicht beim nächsten Mal lieber den Ring kaufe. Aber das sehen wir dann wirklich mal im nächsten Part. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und da werde ich alles schon besiegt haben. Und dann stehe ich da vor diesem komischen Gitter. Und dann geht's weiter. Also freut euch drauf. Ciao!